Hiermit herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Ja, wir haben genau da unten alles erstmal so weit durchsucht, dass ich nicht weiter wusste und sind dann mit dem Fahrstuhl nach oben gekommen. Das Einzige, was mir jetzt hier noch einfällt, wäre vielleicht nochmal hier allgemein zu gucken. Mir war ja immer noch dieses kleinere Haus suspekt und das größere und irgendwie. Nee, da müssen wir hoch. Irgendwie sind wir anscheinend hier noch nicht so ganz da, wo wir sein sollten. Genau, wir suchen ja auch noch Hinweise, um den Mord an Dale aufzuklären. Den haben wir ja unten da in dem Gebäude gefunden. So, jetzt gucke ich erstmal eben hier nochmal rein, wobei hier war, glaube ich, auch nichts weiter zu finden. Hier war ja immer noch das Ding hier. Und diese Verwirrung mit den Zimmern, die jetzt so ganz anders aussehen. Warte mal. Hier war ja sonst auch nichts weiter, ne? Huch. Da war der Balkon und da war der Raum hier. Wollen wir das jetzt nochmal aktivieren, da hier diese Beschwörung da? Geht gar nicht, ne? Nö, wir können es auch nicht mehr an. Ne, geht auch nicht mehr. Gut. Dann können wir hier sonst nichts weiter machen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal wieder rüber. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Erinnerungen geweckt, mit denen wir jetzt hier arbeiten können. Laufen wir mal ein bisschen. Ich glaube, hier könnte man auch hoch, ne? Das haben wir das letzte Mal auch geschafft. So. Na gut, dann gehen wir noch mal hier ins Haus rein. Auch wenn ich da nicht wirklich scharf drauf bin. Huch. Waren wir hier auch überall schon drin? Ich weiß es nicht mehr. Die Frage ist, ob wir hier nochmal Erinnerungen bekommen. Scheint im Moment nicht so. Warte. Oh, das ist hier düsterer. Foto, können wir uns das nochmal angucken? Nee. Hä? Moment. Es kann sein, ich habe jetzt lange Zeit nicht mehr gespielt. Kopf wackeln? Okay. Das ist alles aber eigentlich so weit richtig. Da können wir nichts machen. Das ist ja ein Ding. Na gut. Ich dachte, dass wir hier vielleicht noch irgendwie einen weiteren Hinweis finden könnten. Weil ich da unten jetzt nicht weiterkomme. Es sei denn, ich habe da wirklich was übersehen, was durchaus im Betracht zu ziehen wäre. So, hier war ja irgendwie das Zimmer vom Großvater. Knarz, knarz. Okay. Ich höre gerade wieder leise, ne? Ja, wir haben jetzt auch genügend Schreckmomente gehabt. Also von daher bin ich ja nicht so gerade scharf drauf. Aber
Hall gibt uns jetzt hier auch keinen Hinweis, was wir noch machen könnten. Hier sind nochmal die ganzen Bücher. Ich verstehe es nicht. Was hätten wir denn noch für eine Möglichkeit? Wir haben Onkel Chads Leiche in der Krypta. Gab es nicht mal so ein Detektivspiel? Finde das nicht witzig. Diese Geräusche überall. Gab es nicht mal so ein Detektivspiel, wo man rausfinden musste, wer wen wo mit was umgebracht hat? Knarz, knarz. Knarz, knarz. Okay. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich einerseits ganz toll, dass das Spiel einem nichts vorgibt. Okay. Dann, also wenn ich, bevor ich jetzt da ganz wieder den ganzen Weg zurückrenne, bin ich fast der Meinung, ich gucke nochmal unten. Wir haben mal den einen Hinweis gefunden, die Schere. Tja. Vielleicht habe ich unten doch nicht richtig geguckt, obwohl ich echt meinte, ich hätte alles. Mir alles angeguckt. Und in dem Haus gab es ja auch nicht mehr. Das ist ja das Blöde daran. So ein riesiges Haus und wir kamen nicht weiter. Wir kamen ja nicht viel rein da, ne? Und da hinten fehlte uns, glaube ich, ein Schlüssel. Ja, die hatten wir doch schon untersucht. Die haben wir doch da, glaube ich, wieder hingelegt, ne? Gut. Die hatten wir uns doch schon angeguckt. Was? Was ist? Wieso? Willst du mich vor Hunde piepeln? Hä? Ach, weil ich hier gespeichert habe. Das hat er nicht gespeichert. Kann das sein? Warte. Das heißt, wir hatten eben die Schere nicht im Inventar. Naschapitze. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, wie es wie richtig ist. Aber es hat, das macht einen Unterschied, ob wir mit Schere da irgendwie. Also ich erwarte ja immer noch irgendwelche Erinnerungen. Na, aber wahrscheinlich. Weil mir fehlt so echt jetzt so ein bisschen so der Faden, beziehungsweise wo geht's weiter? Ich dachte, der Paul, der wäre so intuitiv. Können wir das nochmal irgendwie? Nicht wirklich, ne? Wow, doch, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir aber diesen Effekt mit den Zimmern. Hallo? Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe das nicht. Jetzt können wir auch nichts mehr die Ansicht ändern, ne? Kommen wir eben nach oben. Da war ja auch eine Barriere. Guck mal, hier irgendwas. Das ist das Gleiche. Wow. Okay. Tauschen.
Da bin ich immer noch nicht ganz. Mit dem Rätsel bin ich immer noch nicht ganz. Ich habe keine Ahnung. Hä, was ist denn das? Nee, jetzt sind wir woanders. Ich dachte, das wäre irgendwie mal so ein Raum gewesen, den ich noch nicht gesehen hätte. Aber ist gar nicht. Verdammt. Das können wir auch nicht tauschen. Doch, jetzt können wir es tauschen. Ich gehe mal davon aus. Wobei, warte mal, in welchem Haus sind wir denn jetzt wirklich gerade? Ich traue dem ganzen Jahr hier nicht. Jetzt sind wir wieder in dem anderen Haus, ne? Oder? Nee. Wir sind in dem anderen Haus. Gerade wieder. Wir sind jetzt tatsächlich wieder in dem großen Haus. Verdammt. Verdammt. Ich weiß nicht, was richtig ist. Sehr, sehr irritierend für mich. Da können wir nichts tauschen. Ach, jetzt kommen wir auch nur noch zurück, oder wie sehe ich das? Ja. Da hänge ich jetzt ganz ehrlich dran. Mag sein, dass ich da jetzt zu blöd für bin. Für dieses Rätsel. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal ins große Haus. Wobei ich mir da jetzt eigentlich keinen weiteren Hinweis erwarte. Aber was anderes fällt mir jetzt wirklich nie ein. Ja, bin ich denn so blind, sag mal? Übersehe ich da so viel? Hallo. Oh, warte, 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 warte. Pass auf. Ist das die Reihenfolge der Zimmer wichtig? Wir gehen rein. Rechts ist das. Aber da wird ja nichts vorgeschlagen, verdammt. Dann das. Oh, das kann ich mir sowieso nicht mehr an. So, mit dem Foto. Mit dem Foto ist ja auch kein Hinweis. Dad was sad. Uncle Chad was mean. Mom was mad. Travis was loud. Grandpa was quiet. Ja, ich bin da anscheinend zu blöd für. Okay. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt wieder nach unten nochmal in das andere Haus gehen.
Weil ich habe vergessen, dass ich jetzt hier einfach ja dass hier gespeichert wurde und irgendwie. Nee, die Schere hatte ich da doch hingelegt. Na, siehst du, das weiß ich alles schon gar nicht mehr. Ich bin ja echt ein Spezi. Pass auf, wir gehen mal eben nach unten oder fahren mal eben nach unten. Was mich nur halt wundert, ist, dass man den Fahrstuhl stoppen kann. Wäre hier irgendwas, was ich übersehen habe? Keine Ahnung. Weil hier ist ja was kaputt. Ist hier vielleicht irgendetwas? Was? 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 Achso, das ist nur die Musik. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Hinweis. Übersehe ich hier irgendetwas? Nee. Okay, jetzt renne ich noch mal ins andere Haus. Weil da haben wir ja auch. Es fehlen einfach noch Hinweise. Wir können. Also, ich kann das bis jetzt noch nicht vervollständigen. Deswegen wundere ich mich echt gewaltig. So. Ja, hier fehlte die Axt. Das war mir schon klar. Ach so, ich muss alles normal machen. Oh, Kennings. Das tut mir jetzt. Ja, das tut mir jetzt leid. Ja, da oben ist er. Ich weiß. Ja, danke. Ich weiß doch schon. Okay. Ja, zerstört von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Da liegt die Axt. Kaputte Tür. Oh, und da liegt Dale. Verdammt. Hier war auch sonst nichts weiter, ne? So, wir haben umgestürzter Stifthalter, gestreifte Schreibtischzubehör, etwas hastig genommen, Stift, Bleistift, Schere, Brieföffner, Lineal, Schere, Schere. Fixieren. Hatten wir aber, glaube ich, alles schon gemacht. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine anderen Wunden, keine Fußspuren im Blut, kein Zeichen eines Kampfes. Ja, nützt mir aber noch nichts, denn wir haben anscheinend noch nicht alles gefunden, was wir. Oh, warte, die Axt. Wir müssen die Axt zurück. Oder können wir hier irgendwas machen? Nee. Wir müssen bestimmt die Axt erstmal in die Halterung zurückpacken. Kann das sein? Axt. Fixieren. Aber das kann uns doch nicht sein, oder? Oder? Wir probieren es mal eben aus. Doch. Ich werde wahnsinnig. Okay, das war es jetzt echt.